Hallöchen Leute, willkommen zurück zu S4 League. Nach der langen Pause, die mir übrigens immer noch leid tut, wieder mal den normalen Let's Play Access mit normalen Waffen, mit einem riesigen Kuschelding an. Auf jeden Fall, ich möchte mal ein paar Ankündigungen machen. Wie gesagt, der Neko Squad ist offen, ich bin aber noch nicht mit dem Account drin. Und, wie im letzten Video schon gesagt, schreibt mir keine Mails aller, darf ich in den Clan oder bla bla bla. Denn noch weiß ich nicht, was ich mit dem Clan anfange. Ich habe ihn einfach nur eröffnet, um uns den Namen zu, also Namen zu sichern und außerdem, um so eine kleine Grundlage zu schaffen, was ich damit mache. Ob ich Leute einlade oder nicht, weiß ich noch nicht. Deswegen fragt mich noch nicht aus. Ich werde euch noch auf dem Stand halten. Aber, was wir heute machen, wie ihr sehen könnt, ich bin ziemlich niedrig an Pennen aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich einfach, weil ich zu wenig spiele und zu viel kaufe. Und genau deswegen werde ich heute nur einen Charakter einkleiden. Und zwar einen männlichen Charakter mitsamt Hose. Aber mit dem Zeug hier ist das ein bisschen schwer. Deswegen werde ich mal versuchen, zweimal zu spielen. Und wir werden heute OS spielen. Komplett alle zwei Folgen, die Montag und Mittwoch kommen, werde ich OS spielen. Einfach weil ein paar Leute danach gefragt haben und weil ich es zugegebenermaßen lange nicht gespielt habe. Übrigens, lustige Sache, das Game will mich dazu bringen, Station 2 zu spielen, wie ihr sehen könnt. Play Touchdown und Touchdown Station 2. Nein, Game werde ich nicht machen. Zumindest, wenn ich es nicht verhindern kann. Also, ich meine, ja gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir machen uns einen OS-Charakter. Zuerst machen wir uns den mal selber, bevor ich die Kleidung anlege. Und zwar, ich werde, übrigens, der Live-Ticker habe ich wieder angeschaltet. Ich werde ein paar Sachen ankündigen, bevor wir in den Raum reingehen noch. Ja, wie gesagt, ich will hier meinen PS, das brauche ich auf jeden Fall. CS, weil, naja, ohne CS ist es ein bisschen scheiße zu spielen in OS. Ist zugegebenermaßen ein richtig hilfreiches Ding. Aber natürlich habe ich es nicht an, weil es hier ist. So, wo ist das CS? Da bist du doch hübscher. Und als drittes entweder ein Spydagger oder ein Stormbat. Aber wenn ich einen Spydagger habe, dann kann ich nicht. Also ich habe einen Spydagger, bin ich schnell, aber kann ich ein Bett benutzen. Aber wenn ich Bett habe, kann ich nicht schnell rennen. Und genau deswegen, naja, muss ich mir aus dem ausruhen. Auf jeden Fall, das ist alles, was ich ausrüsten werde an Waffen. Ich will einen Random Shop, genau. Und wir spielen uns zwei Sachen. Einmal ein Shirt. Irgendein neues Shirt. Genau, hoffentlich das Anfangsshirt. Natürlich geht sofort weg. Und natürlich die Baseball-Fans. Bitte links. Links sieht ganz gut aus. Nevermind, ich krieg das pinke Ding. Okay, whatever. Dann spielen wir nochmal Pants. Hier. Und ja, wie gesagt, die zwei Folgen, die diese Woche kommen, werden beide OS sein. Also falls ihr nicht schauen wollt, dann kann ich das durchaus verstehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute nicht alle Folgen schauen. Oh, das wird vielleicht nicht so ganz passen. Obwohl, 30 Tage. Mach ich mal an. Passt das? Überhaupt mal sowas von gar nicht. 6000, okay, dann spielen wir noch einmal. Ich hoffe, wir bekommen was Besseres an Shirts. Oh, komm schon. Ja, das Blaue passt doch. Nein, nevermind, das ist weg. Ich schwöre euch, wenn ich das Linke bekomme, dann werde ich ein... Okay, gut. Das sieht doch gut aus. Zwar nur für einen Tag, aber es ist was. So, sieht doch besser aus. Auf jeden Fall, wir sind mit unserem Charakter jetzt unterwegs. Jetzt werde ich mir entweder ein DM suchen oder ein Touchdown oder so. Tunnel sieht doch ganz gut aus, aber übrigens, das ist Risk of Rain. Nennt sich der, wie heißt das Song? Der heißt 25,3 Grad nördlich und 91,7 Grad östlich, heißt er. Breitengrade und Höhengrade und so weiter. Auf jeden Fall, der heißt so, das ist der Soundtrack Risk of Rain von In Sunken Tombs. Ich werde ihn unten mal verlinken, damit ihr wisst, was ich meine. Allgemein ist Risk of Rain Soundtrack ultra geil. Werde ich auch unten verlinken. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz was ankündigen, bevor der Song jetzt zu Ende ist. Und zwar, Set-Vorschläge gibt es keine, einfach weil ich so lange eine Pause gemacht habe, deswegen kamen so wenige Set-Vorschläge. Ich bitte euch, alle Set-Vorschläge, die ihr haben wollt, ich werde die spielen. Ich weiß, es kommen oft Sachen dazwischen, wie zum Beispiel, dass ich halt eine Woche Pause mache oder so. Und deswegen ist das ein bisschen problematisch. Aber ich bitte euch, schreibt mir eure Set-Vorschläge gerne an. Sprich, ihr macht drei Waffen, ein Skill und eventuell einen Mode, in dem ihr sehen wollt. Vielleicht auch die Map, aber das ist ja eigentlich egal, weil es gibt kein Set irgendwie, das Map-spezifisch ist. Außer es gibt irgendwo welche Bugs, die man ausnutzen will. Aber auf jeden Fall, ja. Set-Vorschläge dürft ihr gerne schicken über PM. Da könnt ihr auch gerne reinschreiben, hey, du bist der Beste oder hey, du stinkst. Dann, übrigens habe ich eine bekommen. Moment, mal ganz offensichtlich hier. Du stinkst. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, die Set-Vorschläge gerne. Und jetzt schwingen wir uns mal rein. Deswegen suche ich mir jetzt mal ein Match.
Ja, wir sehen uns gleich. So. Lad bitte, dankeschön. So, wir machen zwar nur eine Hälfte, aber ist auch egal. Es sind 10 Minuten, die man spielen kann. Wir sind jetzt in Dings drin, in Asset X. Und jetzt machen wir mal ein bisschen US. Auch wenn es jetzt nicht so gut wird. Ich meine, wir wollen uns nur die Zeit vertreiben. Wir wollen hier kein komplettes Match spielen. Aber ja, ich versuche ein paar Maps zu finden, die nicht Station 2 sind. Selbst Neden 1 wäre ganz okay, weil das habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Oder halt Neden J, eins von beidem. Aber ja, das ist auf jeden Fall Hailstorm von Risk of Rain. Vom Risk of Rain Soundtrack. War da gerade eben Gegner? Nein, es war ein Partner. Oh, nein, das war nicht gut. Oh. Bleibt mir vom Leib, Leute. Ich wollte ihn gerade abschießen aus... Au, wo kam der denn her? Ich wollte ihn gerade abschießen aus Reflexe. Der ist tatsächlich runtergesprungen, wow. Aber ja, das ist OS, das heißt also keine Guns. Wir spielen hier... Kannst du weggehen? Wir spielen hier kein Guns. Wir spielen mit drei Waffen, mit denen ich lange schon... Oh, sorry, ich habe den Live-Tagger ganz vergessen. Mit denen ich lange schon OS spiele. Davor gab es ja nur drei Melee-Waffen, bevor die erste Melee-Waffe, ich glaube, das war Twin Blade, rauskam. Ah, nee, Spider-Gear war das nächste. Welcher Raum ist denn das? Raum 14. Auf German Free Event. German Free Event. Raum 14 OS. So. Na, dann wollen wir mal. Haben wir irgendwen? Okay. Geh weg. Wahrscheinlich kriege ich einen Kill noch dafür. Nein, doch, kriege ich. Wow, super. Ja. Wenn natürlich die Leute dazwischen kommen, was in OS oft vorkommt. Sprich, die greifen einen an und werden dann von hinten her überrascht. Ist normal, um ehrlich zu sein. Oder wenn sich das geändert hat, dann freue ich mich. Aber ich glaube nicht, dass sich sowas ändert. Warum machst du das, mein Freund? Warum? Der Kill! Oh, das ist ja fies. Warum zum Teufel kriege ich keinen Kill dafür? Warum bin ich so lang tot? Das ist doof. Moment, ich mache mal den Song weiter. Was zum Teufel? Warum ist der hier drin? Oh, ich habe die falsche. Oh, ich habe die falsche Playlist. Das ist übrigens, das heißt, Good Time Remix. Das ist übrigens von, der Remix von, ihr wisst schon, Carly Rae Jepsen, diese Tussi, die, weißt du, Call Me Maybe gemacht hat und den anderen Typ. Wir machen mal... Wir machen nicht dauernd Risk of Rain, wir machen mal... Und ich weiß, ich sitze jetzt die ganze Zeit rum. Wie wär's denn mit, wir machen einfach mal... Das da. Von Pokémon Colosseum. So, und ich weiß, ich sitze jetzt die ganze Zeit rum. Oder saß die ganze Zeit rum. Ist der gerade runtergesprungen? Die springen alle runter. Ich meine, die landen wahrscheinlich... Sag mal... Okay, das war komisch gerade. Es ist... Wow. Jetzt habe ich dich, mein Freund. Dankeschön. Oh Gott! Habt ihr gerade gesehen, der ist aus dem Nebel herausgekommen. So, ein bisschen lauter bitte. Ist immer noch zu leise. So. Jetzt will ich aber hier ein bisschen Action sehen. Da haben wir doch Action. Oder zumindest eine ansatzweise Figur, die aussieht wie ein Gegner. Der springt hoch und... Warum? Warum wartest du da? Ich hau einfach ab. Ich will nichts mit dem zu tun haben. So, da ist der Twinblade Master. Okay. Wo haben wir Gegner, die willig sind zu kämpfen? Ach, meistens kommen die von da. Ja, ich sehe schon. Kommen von oben und greifen mich direkt an. Ja, erwischt. Freund. Ich meine, keinen Kill dafür bekommen. Yay! Warum bin ich gestorben? Der Typ... Hä? Ich hab ihn gekillt und danach hat er mich gekillt. Ah ja. Komisch. Naja. Ich habe lange nicht mehr OS gespielt, also von daher kann es sein, dass ich ein bisschen schlechter herkomme. 9,6 vor allem. 69. Und natürlich erwische ich keinen. Dankeschön. Oh yeah. Oh mein Gott.
Das war knapp. Weg da, weg da. Ganz weg da. Ganz in Sicherheit bringen. Yeah. Jetzt habe ich eine Killstreak hier. Oh, weg da. Weg da. Ich habe schon gesehen, dass der Typ Revenge offen hat und nur darauf wartet. Außerdem greife ich die ganze Zeit mit dem CS an. Oh, Mulgara Battle von Wind Waker. Nein. Nein. Ich sage einfach nein. Wenn die anderen das machen, mache ich das auch. Mindestens ein einziges Mal. Danach werde ich es ein bisschen lassen. Aber das haben die anderen verdient. Außerdem war das eine prima Chance gerade, jemanden seine Punkte wegzunehmen. Oh, 71 Punkte schon, das ist ja... Oh Gott, ich wollte gar nicht... Okay, wo ist der? Okay, okay, okay. Das ist jetzt ein bisschen zu durcheinander gerade. Zu durcheinander. Ich glaube, ich muss öfter mal den Stun benutzen. In dem Zusammenhang wäre das, glaube ich, ein bisschen besser. Aber irgendwie nehmen mir die ganzen anderen Leute hier... Oh mein Gott, wir sind 7 Leute. Ernsthaft? Gegen 5. Hier läuft irgendwas falsch. Okay, den habe ich mir geschafft. Warum denke ich da und ich habe CS da? Gott. Haben wir irgendwen, der faulenzt? Nein. Alle sind in der Mitte und haben Action. Und ich habe nur 40 FPS hier. Das wiederum wundert mich. So ein bisschen nur. Dankeschön. Eiskalt Kill geklaut. Okay. Der hat sich gerade geportet. Nope. Sorry. Hä? What are you doing? Na gut. Vielleicht schaffen wir es ja. Ah ja, das sind so Typen, die halt da ihre KD hier oben lassen wollen. Oh, ist schon vorbei! What the hell? Ist mir gar nicht aufgefallen. So schnell kann die Zeit vergehen. Wirklich, so schnell kann die Zeit vergehen. Ja, das... Ich habe nicht erwartet, dass jetzt 100.000 Gegner in den Raum reingehen. Ah ja, ich würde mal sagen, wir suchen uns einen neuen Raum. Und beenden dann die erste Folge. 15 Minuten sind noch lange nicht genug. Vor allem die Hälfte davon nicht abziehen, weil ich ja suche. Also, Audacity lügt mich wieder nicht an. Oh, Chaser wäre auch mal ganz gut, glaube ich. Obwohl, Chaser OS muss man sich die richtige Map aussuchen. Wisst ihr was? Circle 2 ist okay. Ich meine, Circle 2 ist zwar noch so eine bisschen Camper-Map, aber wenigstens sind da die Runden schnell. Also von daher, kannst du mir bitte sagen? Bitte sag mir nicht, mein Spiel ist abgeschmiert. Das wäre super cool. Es vorliegt, was ist mit dir los? Ja, ich glaube, mein Spiel ist wieder abgeschmiert. Wäre so schön gewesen. Naja, gut, dann starte ich mal das Spiel neu. Wir sehen uns gleich. Okay. Ach, die haben gestartet, deswegen hat es einen Ton gemacht. Ach so. Ich dachte gerade, what the fuck war das? Hat sich angehört wie ein kleines Monster, das irgendwie aus dem Schussplatz... Okay, ich glaube, ich übertreibe ein bisschen. So. Jetzt habe ich aber wirklich einen Circle 2 gefunden. Jetzt bin ich auch wirklich drin. Dankeschön. Das war auch... Warum zum Teufel ist das Vorlieg so laut? Na gut. Machen wir es mal leise. Dankeschön. So. Hoffe, das leckt nicht zu sehr hier, weil es sieht aus, als ob es leckt. Wir haben gerade einen Circle 2 und den wir jetzt noch zu Ende machen, bevor wir, bevor wir jetzt, die zweite Episode angehen. Und, Circle 2 macht eigentlich recht viel Spaß, einfach weil die Runden so kurz sind. Ich dachte gerade, warum kann ich mich nicht bewegen? Und nein, ich werde hier nicht... Wo ist der Typ? Oh mein Gott, da ist er! What the hell? Was gerade passiert, Leute? Oh Gott. Okay, das ist, glaube ich, Gelegge. Hoch 10. Okay, ich will ein bisschen Schaden austeilen. Zumindest ein bisschen Schaden austeilen. Weg da. Oh mein Gott, woher wusste der, dass ich meinen CS Revenge offen hatte und hat sofort seinen Jump Attack gemacht? Naja, gut.
Oh Gott, so viele Leute haben so hohe Pings. Aber der Pavel, oder wie der heißt, der... Naja, der... der... Einfach gar kein bisschen... Oh, ich habe vergessen, 27, okay. Alles klar. In welchem bin ich? Free, okay. Englisch 2. Warte mal, bin ich im Englisch 2? Server 2, ja, das müsste... Englisch 2, German... Oh, Free. Raum 17 war das. Ne, 27. So. Die müssen eigentlich wissen, dass ich ja gerade OS spiele. Warum kann ich mich jetzt schon bewegen? Das macht keinen Sinn. Warum kann ich... Ach, egal. Leise Musik ein bisschen leise machen. Hier läuft irgendwas falsch, Leute. Hier läuft irgendwas falsch. Das ist gruselig. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich wrecken werde. Und zwar Anusse werde ich wrecken. Okay, so wird das nicht funktionieren. Oh Gott, so wird das auf keinen Fall funktionieren. Ich muss immer mein CS bereit haben, ansonsten fliege ich runter. Ansonsten wird das alles... Aber naja, gut, es gehört dazu. Ich meine, jeder andere fliegt auch nach 2 Sekunden raus. Obwohl, tut das nicht, deswegen fühle ich mich gerade so ein bisschen schlecht. Aber ich kann zumindest ein bisschen Schaden versuchen. Okay, das war sehr schlecht. Warum zum Teufel mache ich das überhaupt? Warum renne ich mit dem Spydecker rein? Ich verstehe es nicht. Naja, gut. Das ist wohl das, die erste Runde. Ich meine, die ganzen 15 Minuten davor... Ah, das hat wehgetan. Die ganzen 15 Minuten davor konnte ich jetzt nicht gescheit üben, weil ich alle 2 Minuten durch irgendwelche Sachen rausfliege oder nicht einloggen kann oder was auch immer. Und ehrlich gesagt, nimmt das ganz schöne Ausmaße an, um ehrlich zu sein. Also... Ich werde es nicht unbedingt sagen, ich beende meinen S4League-Let's-Play, aber... Also Let's Play, aber... es ist schon ganz schön beachtlich, wie viele Probleme dieses Spiel langsam hat. Also, seitdem dieses Event, das Weihnachtsevent angefangen hat, sind die Serverprobleme bis zum Abwinken stark. Also, Dinge, bei denen ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie überhaupt immer noch existieren nach so langer Zeit. Deswegen, langsam fühlt sich das Fass, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen von wegen, ah, oh, wenn die jetzt noch weitermachen. Ich meine, ist es schon. Das ist schon das, was ich sagen will. Ich meine, wenn es so weitergeht, tschüss, Chaser, dann kann ich das LP auch nicht weiterführen. Aber trotzdem, ich versuche halt, es am Leben zu erhalten. Aber ich werde mir jetzt keine besondere Mühe machen und jede Woche dann da sitzen und sagen, oh Mann, jetzt muss ich wieder dieses Game aufnehmen und ich kann wieder 30 Minuten einplanen, alleine, um reinzukommen. Dann ist das halt so. Dann werde ich irgendwann mal sagen, ja, solange das jetzt nicht funktioniert, werde ich es abbrechen. Ich meine... Ihr müsst mich eigentlich kennen, ich bin nicht da unbedingt die Person, die groß darauf achtet, was für Views ich bekomme, beziehungsweise klar, S4League ist das beliebteste LP, aber ich werde jetzt auch bei S4League sagen müssen, nee, ich werde jetzt nicht das Spiel nicht weiterführen, einfach weil es gerade überhaupt sowas nicht funktioniert, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen, das ist ja das Problem, oh Gott, weg da. Er wollte mich gerade angreifen, habe ich gemerkt. Warum greifst du mich an? Ich bin noch lange nicht das Target. Das ist das Problem, die werden nicht also keiner von denen, Pro7Sat1 Games, und keiner von denen wird anerkennen, dass es ihnen irgendwas bringt, deswegen kann es denen scheißegal sein, also wird es denen scheißegal sein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es rein gar nichts bringt, aber naja, sie werden ja nicht nur mich verlieren, sondern auch, also allgemein werden sie mich als Spieler verlieren und dann werden sie auch andere Spieler verlieren. Genau deswegen kann ich mir vorstellen, dass das doch was bringt. In der Hinsicht. Und natürlich, wenn die nicht sagen, oh mein Gott, XS1 spielt nicht mehr S4League. Und jetzt habe ich wieder eine zweite Chance. Super. S4League spielt nicht mehr S4League. Das kann ja nicht sein. So. Jetzt wollen wir noch mal sehen, wie machen wir das am besten. Auf jeden Fall immer das CS draußen haben. Dich schmeiße ich mal raus, damit ich die Ruhe vor dir habe. Ich meine, du hast mich nicht genervt, aber... Oh Gott. Okay, jetzt reicht's aber. Nein, du gehst weg. Oh Gott. Was kann ich denn da groß machen? Ich kann ihn nur stunnen. Oh Gott. Weg da von der Wand. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich rausgeflogen. Moment. Oh, das sind gute Spiele, muss ich sagen. Dankeschön. Der fliegt raus. Okay. Der wird wahrscheinlich nicht sterben. Deswegen... Moment, das kriege ich aber hin. Das kriege ich aber irgendwie hin. Ja, dann werde ich wahrscheinlich versuchen, die Spieler zu erwischen, die nicht gerade unbedingt auf der Wand sitzen, obwohl das ein bisschen langweilig ist. Ah, naja, was soll's. Oh.
Nein, den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Nein, den kriege ich nicht mehr. Aber dann gibt es eine Möglichkeit, und zwar die da. Aber das hat auch nichts genützt. Nein, das nützt nichts. Okay. Ah, na gut, was will man machen? Hey, ich sehe mich. Guck mal, guck mal. Oh, Ophelia, okay. Alles klar. Ich dachte gerade, der kommt vorbei. Aber ja, das ist halt S4-League OS-Chaser. Ich meine, was will man groß machen? Kann man jetzt nicht... Oh Gott. Das habe ich kommen sehen. Ah, oh, das ist doch bescheuert. Naja. Vermutlich werde ich keinen Chaser nächste Episode spielen, sondern eher sowas wie DM oder so. Die Fliege. Die Fliege. Ich will mir jetzt auch nicht groß Gedanken machen, was ich spiele, weil auch wenn ich ein bisschen was bieten will, ich werde jetzt nicht unbedingt, oh, ich muss unbedingt das oder das spielen, weil... Sowas verursacht Druck, und Druck ist keine gute Möglichkeit, um Dinge auszuüben. Niemals. Wenn was Spaß macht, dann sollte es niemals Druck ausüben. Und das habe ich mir geschworen. Und du fliegst wahrscheinlich raus. Never mind. Das hat lange gedauert, das war aber lustig. Ja, wie gesagt, also Druck ist auf keinen Fall gut. Genau deswegen mache ich mir da nicht so allzu viele Sorgen. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ich mache das hier alles nicht deswegen, weil ich YouTube-Money haben will. Um ehrlich zu sein, ich habe mir schon lange... Ich habe mir schon lange irgendwie gesagt, nein, auf keinen Fall machst du das irgendwie für YouTube-Money. Allgemein habe ich mir eigentlich gedacht, weißt du was, ist dir auch scheißegal, ob du damit Geld verdienst oder nicht. Ich meine, ich weiß, was ich für einen Job ausüben will, und genau deswegen weiß ich, dass ich das hier nicht brauche. Aber deswegen, das ist ja das Gute, ich werde ihn nicht ärgern, den Chaser. Das ist ja das Gute, ich mache das alles jetzt nur dafür, dass wir ein bisschen Spaß zusammen haben, und genau deswegen, wer Spaß haben will, der hat Spaß, und wer einen Job machen will, will einen Job machen, aber ich habe auf jeden Fall Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Genau deswegen werde ich mir keinen Druck machen. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen werde. Gibt er sich überhaupt Mühe? Also jetzt echt mal, gibt er sich überhaupt irgendwie Mühe? Ich meine, ich habe ja keine Mühe gegeben, aber ich habe wenigstens versucht, mir Mühe zu geben. Oh Gott, was macht er denn? Weißt du was? Weißt du was? Ja, genau das. Bin der Einzige, der sich bewegt und nicht auf der Wand sitzt. Naja. Vielleicht, ich habe mir eigentlich mit dem Circle 2 einfach gehofft, hey, vielleicht sind ja nicht allzu viele da und es sind ein, zwei Stück, die auf der Wand sitzen, und es sind nicht jeder Zweite, der hier lecker schreit, aber naja, was soll's. Dann ist es halt ein Scheißraum. Muss man mit zurechtkommen. Nee. Das war gerade ziemlich komisch, der ist irgendwie hochgespikert, aber naja gut, war wahrscheinlich der Lag. So viel dazu. Ja, 9 Minuten. Das heißt, erst die Hälfte der Zeit ist vorbei. Ja. Wie wär's? Wir machen einen kleinen Kompromiss. Wir spielen jetzt noch diese Runde hier und dann gehe ich aus dem Raum raus und dann beende ich die Episode. Wie gesagt, ich mache mir keinen Druck. Dann haben wir halt die Zeit vorbei und haben eine einigermaßen bescheuerte Episode raus. Aber was soll's, wie gesagt. Es war ein Versuch wert. Und dann sehen wir uns dann am Mittwoch wieder, würde ich sagen. Machst du eigentlich irgendwas? Ja, wie gesagt, dann würde ich mal sagen, wir beenden das hier. Und ich zoome dann beim nächsten Mal... Oh, sorry, Musik. Dann suche ich mir fürs nächste Mal einen gescheiten Raum hier durch. Oder aus. Und dann spielen wir ein bisschen Deathmatch. Auf jeden Fall, das war die Episode 337, glaube ich. 337 war das von S4League. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Wie gesagt, Z-Vorschläge per PM innerhalb an diesen Namen hier, Let's Play Access. Feedback unten in die Kommentare, like die Folge, wenn es euch gefallen hat, subscribe für mehr S4League, vielleicht kommt am Freitag ja was Besonderes und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. See ya!